Es ist sehr bedrückend, wenn man als Eltern sich vorkommt, als würde man gegen eine Mauer laufen. Eine Mauer dann laufen, wenn man einen Test machen muss mit seinen Kindern. Zum einen bei den sogenannten gesunden Kindern erleben wir das, die psychische Belastung jede Woche wird dort getestet, weil die dürfen ja nur zweimal die Woche in die Schule gehen. Jede Woche wird getestet. Was passiert, wenn mein Kind das einzig Positive ist, während 14 andere daneben stehen und mit dem Finger drauf zeigen? Wissen Sie, was das für eine psychische Belastung auch für die Kinder ist? Denn wenn ich einen Test mache, weil ich zum Friseur gehen möchte, bin ich allein in der Teststraße und das Ergebnis erfahre nur ich. Wenn die Kinder den Test machen, machen sie ihn in der Gruppe. 15 Kinder, 14 sind vielleicht negativ, eines ist positiv. Und alle anderen 14 wissen das genaue Ergebnis. In weiterer Folge sind die dann auch sofort K1 und K2 Personen und werden in Quarantäne geschickt. Auch diese Fälle haben wir schon erlebt, dass ganze Klassen schon wieder zu Hause sind. Damit ist die Schulwoche beendet. Und selbst wenn Kinder nicht ängstlich sind, dass sie sich angesteckt haben, so sind sie zumindest wütend, weil die Schule wieder ausfällt, weil der Präsenzunterricht wieder mal eine Woche weg ist. Das passiert derzeit in Österreich. Wir haben sehr viele Kinder in den Sonderschulen, auch teilweise als Integrationskinder, die wahnsinnig Schlimmes in ihrem Leben schon erlebt haben. Die sind nicht einfach Kinder mit Behinderungen. Das sind Kinder, die haben Dutzende Krankenhausaufenthalte hinter sich. Die haben Dutzende Operationen, Narkosen hinter sich. Bei jedem einzelnen Test kommt es zu einer Retraumatisierung. Das sollte man nicht vergessen. Diese Kinder sind oftmals sehr schwer traumatisiert. Die kommen in ein System hinein, wo sie sich testen lassen müssen. Und wenn dann ein Elternteil sagt, ich lasse mein Kind nicht testen, weil ich es ihm nicht antun möchte, ist das Kind vom Unterricht ausgeschlossen. Das ist für alle Kinder schlimm, weil für die sogenannten gesunden Kinder, die dürfen nicht am Unterricht teilnehmen, die haben ein Versäumnis im Stoff, das sie wahrscheinlich nicht aufholen können. Für Kinder, die ohnehin schon benachteiligt sind im Leben, die in Sonderschulen gehen, die oft als einzigen Sozialkontakt außerhalb der Familie die Schule haben, die Schulkollegen haben, für die fällt das weg. Und nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht können, weil sie es teilweise körperlich nicht können und weil sie es psychisch nicht können. Und hier nimmt das Gesetz auch gar keine Rücksicht. Es gibt keine Ausnahmen. Es muss ausnahmslos jeder einen Test machen. Ich halte das nicht nur für ein Verbrechen an Kinderseelen, ich halte es auch im Übrigen für eine schwere Diskriminierung kranker und behinderter Kinder. Jetzt erst kürzlich, vor wenigen Wochen, erschienen in München eine neuerliche Studie, dass die Schulen eben nicht das Problem darstellen, dass die Kinder nicht die Superspreader sind. Daher müssen die Schulen aufmachen, daher müssen wir unseren Kindern endlich wieder die Normalität zurückgeben. Und wir müssen auch lernen, mit dem Virus zu leben. Das muss endlich auch dieser Bundesregierung klar werden. Es wird immer Mutationen geben, weil jedes Virus mutiert, hundertfach, tausendfach. Und es sind nicht die ersten Mutationen, die jetzt aufgetreten sind. Es sind nur die ersten, die die Bundesregierung gebraucht hat, um hier einen Lockdown zu rechtfertigen, der gesetzlich nicht mehr gedeckt ist. Das ist das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Und ausbaden müssen das unsere Kinder, die sich nicht wehren können, die von der Unterrichtspflicht, von der Schulpflicht ausgeschlossen werden. Meine Damen und Herren, es war ein großes Verdienst, als in Österreich die Schulpflicht eingeführt worden ist. Und ich glaube, wir sollten dieses Verdienst, das wir gehabt haben, einfach weiterleben lassen. Und das, was hier passiert, das ist ungeheuerlich und unfassbar. Und ich fordere den Bildungsminister auf, sofort mit diesen Blödsinnigkeiten aufzuhören. Er kann sich da nicht rausreden, dass es ihm eh nicht alles passt, was hier los ist. Er hat diese Verordnungen nach außen gebracht. Wenn es ihm nicht passt, dann soll er die Verordnung sofort zurücknehmen. Er soll sofort alle Schulen öffnen, meine Damen und Herren, ohne Zwangstests und ohne Masken für unsere Kinder. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung.